Liebe Studierende, wir wollen diese Woche in die Varianzanalyse einsteigen. Wir haben uns dieses Semester schon unglaublich viel Neues draufgearbeitet. Wir haben uns mit dem linearen Modell beschäftigt. Wir haben gesehen, wie wir metrische Variablen aufeinander beziehen können, wie wir versuchen können, die Variation in einer metrischen Variable aufzuklären durch andere metrische Variablen, durch die Linearkombination, clevere Kombinationen aus anderen metrischen Werten, kann man auch mal sagen, die ich für eine Person habe, kann ich dank so eines Modells vielleicht eine ganz gute Vorhersage treffen, welchen Wert ich erwarten würde auf so einer vorherzusagenden Outcome-Variable, abhängigen Variable Y. Und das betone ich nochmal so, weil ganz viel dessen uns in der ANOVA genauso wieder begegnet. Wir brauchen also ganz wenig neue Mathematik. Wir gehen eigentlich historisch jetzt ein bisschen zurück und setzen so ein bisschen dort an, wo der T-Test uns verlassen hat, wo wir gemerkt haben, ja gut, zwei Gruppen können wir vergleichen, das war in der Statistik 1, aber was tun, wenn uns mehrere Gruppen vorliegen und uns letztlich die Frage interessiert, gibt es irgendeinen Unterschied zwischen diesen Gruppen? Hat es irgendeinen Unterschied gemacht, ob ich jemand in die Experimentalgruppe randomisiert habe oder in die Kontrollgruppe? Ja? Und dann gibt es vielleicht noch eine zweite Kontrollgruppe, die ich danach auch noch erhoben habe. Und ich kann mich fragen, ob es denn dann irgendeinen Unterschied zwischen diesen drei Gruppen gibt. Und ob wir davon ausgehen können, mit Signifikanztests dann wiederum, dass auf Populationsebene es tatsächlich Unterschiede gibt zwischen diesen Gruppen in diesem metrischen Merkmal. Also, Varianzanalyse, da wird es um Worte gehen wie Means, Mittelwerte, Gruppenvergleiche, Faktoren werden eine große Rolle spielen. Was als Grundzutat bleiben wird und was uns jetzt immer wieder begegnen wird, was wir aus dem linearen Modell bereits bestens kennen, ist die Idee von Quadratsummen. Und dass wir dann mittlere Quadratsummen bilden können und dass wir diese Quadratsummen, diese mittleren Quadratsummen ins Verhältnis setzen können, wie ich immer sage, und in dem Fall stimmt es auch mal, das machen wir nämlich genau so, wir bilden einen Bruch, der dann unter Gültigkeit der Nullhypothese F verteilt sein sollte. Sowas kennen wir schon, ja. Historisch gewachsen ist der Begriff der Varianzanalyse als ein Sammelbegriff für ein lineares Modell, das lediglich, Achtung, kategoriale Variablen einschließt. Also klassischerweise meint die ANOVA in allen ihren Geschmacksrichtungen, die wir auch hier so kennenlernen werden die nächsten Wochen, Modelle, die sich auf Faktoren als erklärende Variablen, wir könnten auch sagen als Prädiktoren, beschränken. Wenn eine ANOVA, das ist jetzt hier in Grau gezeigt, nur einen Faktor hat, dann sprechen wir von einer One-Way-ANOVA. Dieser Faktor hat vielleicht drei Stufen, der hat vielleicht vier Stufen, also Ausprägungen. Nichtsdestotrotz ist es eine One-Way-ANOVA natürlich. Wenn es allerdings zwei Faktoren sind, also wirklich zwei Einflussgrößen, wir würden sagen, zwei unabhängige Variablen, die faktoriell kombiniert werden können. Also wo ich wirklich sagen kann, die Ausprägung in dem einen Faktor sagt mir noch nichts über die Ausprägung in dem anderen Faktor, sondern das kann ich wirklich oft auch randomisiert zuweisen, in welcher Zelle, sagen wir da ja, eines Versuchsplans du wohnst. Wenn zwei solche Faktoren also miteinander auftreten, wäre es eine Two-Way-ANOVA und so weiter. Manchmal hören Sie auch noch Three-Way-ANOVA. Natürlich gibt es viele ANOVAs, Varianzanalysen mit mehr als zwei Faktoren. Aber der Begriff der One-Way, Two-Way, Three-Way-ANOVA spielt auch nicht die Riesenrolle. Es ist wichtig, dass Sie eine Idee haben, was dann gemeint ist, wenn Sie dieses Wort hören. Es gibt Erweiterungen der ANOVA. Eine wichtige Erweiterung machen wir im Bachelor. Die brauchen wir auch unbedingt. Die ist auch konzeptuell wichtig. Das ist auch dann. Da weicht die ANOVA dann auch mal von dem ab, was wir bisher im Bachelor im linearen Modell in der Regression gemacht haben, nämlich wenn wir Messwiederholungen betrachten wollen. Klassischster Fall wird also eigentlich sein, wir haben zwar zwei Ausprägungen unseres Faktors, sagen wir mal
Placebo und Medikament. Aber wir machen das nicht in zwei getrennten Gruppen, sondern wir machen es in denselben Probanden. Wir haben also Messwiederholungen. Wir haben Repeated Measures, und dann ist das eine Repeated Measures ANOVA, manchmal auch Within Subjects ANOVA, weil die gleichen Subjects zweimal oder mehrfach gemessen wurden und unsere Manipulation in dem Faktor, die wir vorhatten, wir Within Subjects verwirklicht haben. Und dann gibt es auch noch eine Erweiterung, die wir nicht machen im Bachelor, die aber auf diesem Slide der Vollständigkeit halber genannt ist. Das ist die sogenannte ANCOVA, die Analysis of Covariance. Wenn Sie das lineare Modell schon kennen und wenn wir über Dummy Coding schon gesprochen haben, dann verrate ich nicht zu viel, wenn ich sage, stellen Sie sich also alles vor, was Sie jetzt hier die nächsten zwei Wochen lernen über die Varianzanalyse und kombinieren Sie das im Kopf dann mit dem, was Sie schon bisher in der Regression gemacht haben, nämlich metrische, kontinuierliche Prädiktoren einzusetzen, Regressoren im Modell zu haben. Und wenn man das sozusagen zusammenbringt, diese zwei Welten, dann entsteht eine ANCOVA, also letztlich eine Mischung von faktoriellen Variablen, die wir hier in der ANOVA so richtig uns mit beschäftigen werden, plus im selben Modell auch kontinuierliche Variablen, die eventuell auch was an der metrischen abhängigen Variable aufklären können. Nochmal, sehr wenig neue Mathematik, weil wir mit dem Regressionsmodell und dem allgemeinen linearen Modell ganz allgemein schon bestens vertraut sind. Ein Beispiel, was heute und glaube ich auch noch in der nächsten Vorlesung mal immer wieder auftauchen wird, so ein bisschen als Zahlenbeispiel, ist ein kleines echtes Experiment. Also im klassischen Sinne, ich habe dort randomisiert, dass ich mal in einem Hörsaal mit einem Vorgängerjahrgang von Ihnen durchgeführt habe. Da habe ich eigentlich in der ersten Stunde in der Vorlesung Grundlagen des wissenschaftlich empirischen Arbeitens oder so einen Zettel verteilt und auf diesem Zettel fand sich ein kleiner Infotext, der ist hier oben, ist eine Variante davon abgedruckt und dann wurde ziemlich out of the blue gefragt, wie hoch ist Ihre momentane Sorge vor Darmkrebs. Also die Grundidee hier war eigentlich, dass in dem Text jeweils eine statistische Information gegeben wurde über das Risiko. Es ging also um Risikokommunikation. Und den Gruppen habe ich auf unterschiedliche Art dies kommuniziert. Und das war randomisiert, weil ich einfach die Zettel ausgeteilt habe. Es gab aber drei verschiedene Zettel oder drei verschiedene Varianten dieses Textes. In dem einen Text wurde gesagt, so und so viel Fleischkonsum steigert das Darmkrebsrisiko um 17%. Der anderen Gruppe wurde gesagt, das steigert das Darmkrebsrisiko von 5,6% auf die Lebenszeit gerechnet auf 6,6% auf die Lebenszeit gerechnet. Oder eine dritte Variante, es wurde gesagt, 66 von 1000 werden auf die Lebenszeit betrachtet, bei dem und dem Fleischkonsum an Darmkrebs erkranken. Die gleiche Information im Übrigen, das tut jetzt aber auch nichts zur Sache, aber das war die Manipulation, die ich gemacht habe und die Frage war, hat die Art, wie ich Risiken kommuniziere, einen Einfluss auf die empfundene Beunruhigung letztlich, also die Sorge. Ja? Und dann resultierte also folgendes Bild, was Sie hier sehen. Entschuldigung, das war zu schnell. Geh da mal rein, dann sehen Sie, kann ich zumindest mit dem Finger ein bisschen andeuten. Ich habe also einige Studierende gehabt, die per Zufall in dieser Bedingung gelandet waren, wo was mit 17% kommuniziert wurde. Dann landeten ein paar in dieser Bedingung und ein paar in dieser Bedingung. Ich habe also einen Faktor, den man nennen könnte Faktor Risikokommunikation, eine echte Manipulation, die ich durchgeführt habe, in drei Ausprägungen. Wir würden auch sagen, ein Faktor mit drei Stufen, richtig? Und eine Variable, die man im weitesten Sinne mit etwas gutem Willen als metrisch betrachten könnte, denn es wurde ja auf dieser Skala von 0 bis 10 irgendwo so im Grenzbereich zwischen einem Likert-Item und einer visuellen Analogskala wurde hier angekreuzt, ja, sozusagen. Und dann hatte ich also diese Werte. Und damit werden wir hier so ein bisschen arbeiten. Zum Einstieg für die ANOVA kurz vorneweg nochmal die Erinnerung. Das
Verfahren heißt ja Analysis of Variance, also wird es irgendwie auch darum gehen, Varianz zu analysieren. Die wichtigste Erinnerung nochmal, Varianzen sind additiv. Das wissen wir aus dem linearen Modell. Auch dort hatten wir gesagt, es gibt immer so eine Art Gesamtvarianz, so eine Streuung in meinem aufzuklärenden Merkmal, y. Und das zerfällt in das, was wir systematische Varianz nennen. Und der Begriff wird sich jetzt hier gleich auch nochmal neu mit Leben füllen. Versus ein Teil der Varianz, den wir in Ermangelung besserer Erklärungen momentan als Residualvarianz bezeichnen müssen. Wir wissen nicht genau, wo diese Streuung herkommt. Sie kommt auf jeden Fall, sie ist nicht systematisch in dem Sinne, dass sie nichts mit unserer erklärenden Variable, unserem, jetzt kann ich sagen, unserem Faktor zu tun hat. Ja? Und was wir natürlich wollen, ist, wir wollen eine Situation schaffen. Wir wollen, können wir sagen in der Statistik 2, ein Modell finden, was möglichst große Anteile der Gesamtvarianz aufklärt. Also, im besten Fall ist es uns gelungen, wenn wir was über dieses System, diese Welt da, dieses Phänomen Sorge vor Darmkrebs jetzt meinetwegen verstanden haben, dann haben wir also ein Treatment gefunden, eine Manipulation, also kein Treatment für Darmkrebs natürlich jetzt, Konzentration, ein Treatment, das ist das Fachwort für diesen Faktor, für diese Manipulation, die wir durchgeführt haben, die was aufklärt sozusagen. Ja? Wenn ich also hier fertig bin, dann kann ich vielleicht sagen, wenn du in der einen Gruppe bist versus in der anderen Gruppe, dann weiß ich, dass deine Sorge höchstwahrscheinlich nach oben gehen wird. Ja? Also durchaus eine ähnliche Interpretation, wie wir in der Regressionsanalyse angestrebt hatten. Aufklärung von Gesamtvarianz durch etwas, was im Regressionsmodell einfach X hieß, Regressoren. Und hier würden wir jetzt sagen, ein Treatment, einen Faktor. Genau, und hat diese Manipulation, diese Streuung systematisch hervorgebracht. Das ist die Grundidee. Das Kleingedruckte der Varianzanalyse, die abhängige Variable, damit wir zu einer Varianzanalyse greifen würden, muss mindestens intervallskaliert sein. Und man wird wiederum so in leichter Verkürzung der echten Annahmen des linearen Modells meistens von Normalverteilung ausgehen wollen. Man wird also testen wollen oder grafisch sicherstellen, dass das, was man jetzt gleich einer Varianzanalyse unterziehen möchte, dieses metrische Merkmal y, dass das annähernd normal verteilt ist. Die unabhängige Variable, dieser Faktor, der ist natürlich, weil es ein Faktor ist, qualitativ letztlich, nominal skaliert. Das ist jetzt ein großer Unterschied zur Regression. Wir interessieren uns jetzt hier mit der ANOVA für Fälle, wo wir also eine Gruppierungsvariable haben, die unsere Beobachtungen eindeutig, kann man auch sagen, in verschiedene Gruppen sortiert. Ja? Die Grundidee, die wir hier betrachten werden, ist von Fischer wieder entwickelt worden, der damals im Genetikbereich, also auf so einer Agrarebene tatsächlich viele Versuche gemacht hat, Versuchspläne entwickelt hat. Und diese Versuchspläne, die er entwickelt hat, mussten ja auch irgendwie ausgewertet werden. Also wenn ich jetzt sozusagen nach einem bestimmten Schema, wie er es oft entwickelt hat, irgendwie Saatgut ausbringe auf verschiedene Felder, in sehr, 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 sehr involvierten, komplexen Designs, die er sich ausgedacht hat, dann muss ich fragen, wie kann ich denn dann den Erfolg, also zum Beispiel das Gemessen, die Ernte letztlich auf so einem Feld und den Vergleich, wie viel ist auf dem Feld gewachsen, wie viel ist auf dem Feld gewachsen, das kann ich vielleicht, die Ernte kann ich vielleicht in Kilogramm messen am Ende der Saison, metrische Variable, brauche ich also das Handwerkszeug, um das auszuwerten. Und das hat er mit der Varianzanalyse erschaffen. Dass ich heute hier so stehen kann und sage, ja, das ist eigentlich alles dasselbe wie das lineare Modell, oder wie die Regression, das hat man vielleicht damals so noch gar nicht dargestellt zumindest. Also Fischer wird es bestimmt klar gewesen sein. Aber ganz so offensichtlich, wie ich es jetzt darstelle, war es vielleicht nicht von Anfang an, dass es wirklich unter der Haube dasselbe ist.
Genau, das haben wir gesagt. Kurze Beispiele, also ein Beispiel für typische abhängige Variablen in der ANOVA könnten sein die Ausprägung auf einer Skala. Mit aller Vorsicht, die ich Ihnen auch nahegelegt habe beim Interpretieren von letztlich ordinalen Items als metrisch, als intervallskaliert. De facto ist es ja aber so, wenn Sie mehrere Items hatten und sich entschieden haben, diese Items zum Beispiel zu summieren oder eine mittlere Ausprägung über mehrere Items zu bilden, das ist dann das, was wir in der Psychologie ja eine Skala dann nennen, die aus mehreren Items sich zusammensetzt und dann gibt es da so einen Summenscore oder sowas. Wenn Sie sowas machen, haben Sie sich bereits entschieden, das Intervall skaliert zu betrachten. Also Intervall ist es dann auch Intervall skaliert. Reaktionszeiten, zwar oft nicht normal verteilt, der Log der Reaktionszeit kann dann manchmal da besser funktionieren, aber Sie werden sehr oft draußen da in der Welt sehen, dass Reaktionszeiten mit Varianzanalysen ausgewertet werden. Spannung, wie wir es in der Hirnforschung vom Kopf ableiten, in Mikrovolt. Aber auch sowas wie vielleicht in der Histologie. Also wenn ich Hirnschnitte untersuche, würde ich vielleicht, also mikroskopisch letztlich oder per Färbungen oder so, vielleicht zum Beispiel die Anzahl Dendriten, das wäre schon sehr, sehr, sehr ziselierte Arbeit, aber vielleicht bestimme ich die Anzahl Dendriten bei verschiedenen Neuronengruppen oder sowas. Ja? Und das bringt uns auch zu dem, was dann typische Faktoren sind. Um das untere Beispiel mal zuerst aufzugreifen, wenn zum Beispiel die abhängige Variable ein Merkmal von Neuronen ist, zum Beispiel irgendwie die Dichte oder die Anzahl der Dendriten, dann könnte ein Faktor dahinter zum Beispiel sein Zelltyp. Ja, und ich habe mich vielleicht entschieden, in meiner Promotion oder in einem größeren Forschungsverfahren verschiedene Zelltypen zu vergleichen. Stellate, Pyramidal Neurons, Interneurons, Motor Neurons, was weiß ich. Aber vielleicht habe ich mich für diese vier entschieden, dann hätte ich einen Faktor vierfach gestuft. Ja, Zelltyp. Im Psychologiebereich bleibend, für zum Beispiel die Reaktionszeit oder die Ausprägung auf einer Skala, könnte es ganz klassisch also sein, dass ich sage, ich habe drei Gruppen gehabt. Ich hatte eine Experimentalgruppe, davon abgesetzt eine Kontrollgruppe, wo ein wichtiges Merkmal gefehlt hat und eine zweite Kontrollgruppe. In dem Sorge vor Darmkrebs-Beispiel, was ich eingeführt habe, ist es im Prinzip so, dass wir sagen, wir haben eine Risikokommunikation, die nur relatives Risiko kommuniziert, nämlich eine 17-prozentige Erhöhung des Risikos. Über das absolute Risiko weiß ich aber gar nichts. Und dann wird das absolute Risiko in einer anderen Gruppe dargestellt, nämlich mit irgendwie 5,6 auf 6,6. Und das dann nochmal nicht als Prozent, sondern umgerechnet auf so auf 1000. Ja, das ist also nochmal eine andere Art. Sowas können Sie sich auch vorstellen wie drei Gruppen, drei Ausprägungen eines Faktors. Anderer Unterschied, den wir, falls Sie bei mir studiert haben, auch in den Grundlagen der Empirie mal besprochen haben, generell kann man bei Faktoren unterscheiden, ob es eine echte Zuweisung war, die wir gemacht haben, auf die Faktorenstufen, also sprich in die Zellen des Versuchsdesigns, dann ist es ein Treatment-Faktor, wäre der Terminus technicus, oder ist es eher so, dass wir eigentlich was beobachtet haben? Also sehr nah an dem, was wir aus der Regressionsanalyse kennen. Aber das lässt sich jetzt irgendwie klassifizieren oder liegt naturgemäß schon klassifiziert vor, wie zum Beispiel der Studiengang. Also ich mache hier eine Erhebung auf dem Campus in einer mich interessierenden metrischen Variable, Studienzufriedenheit vielleicht, und habe dann einen Klassifikationsfaktor, der mich interessiert, nämlich welchem Studiengang entstammst du? Das ist nichts, was ich noch randomisieren könnte. Aber es ist etwas, was ich beobachten kann. Klassifikationsfaktor. Dass dieser Unterschied, so wichtig er irgendwie ist, er ist für die Interpretation der Ergebnisse wichtig, dass dieser aber für die Mathematik dahinter gar keine Rolle spielen wird, zeigt Ihnen wieder, dass diese Analysen für, oder dass alle Analysen, die wir hier in der Statistik 2 machen, Analysen dafür Zusammenhänge, für Assoziationen, für Kovarianzen letztlich sind, haben Variablen was gemeinsam oder nicht? Über die Kausalität da zugrunde liegend können wir damit erstmal nichts sagen. Ja? Auch wenn wir wissen, dass
wenn wir randomisiert die Zuweisung gemacht haben, die Aussage, die dann resultiert, ein kausaleres Gewicht hat, als wenn wir nur zum Beispiel mit so einem Klassifikationsfaktor eben beobachtet haben, in welche Faktorstufen eine Beobachtungen fallen. Kurz zur Einstimmung. Oh, ja, jetzt hat er es. Kurz zur Einstimmung. Was wäre, bei unserem Kuchendiagramm nochmal bleibend, wenn wir uns dem jetzt ein bisschen annähern wollen, was wäre denn los, wenn es keinen Messfehler gäbe? Stellen Sie sich vor, auf diesem Planeten nicht möglich, aber Sie hätten Leute in drei Gruppen randomisiert und Sie würden dann einen Outcome messen und so etwas, so ein Konzept wie Messfehler gäbe es nicht. Das heißt auch keine, es gibt keine Zufallsvariation in den Daten. Sondern Sie machen was und es hat eine wie auch immer geartete Auswirkung. Vielleicht eine sehr, sehr kleine, vielleicht eine große, aber alles, was Sie sehen, ist diese Auswirkung. Was Sie nicht sehen, ist das, was Sie normalerweise immer haben, nämlich das ganze Rauschen drumherum, die ganzen persönlichen Faktoren, die ganze momentane Situation, vielleicht, wenn es ein technisches Gerät ist, tatsächlich auch das technische Rauschen mit dem, was mit aufgezeichnet wird, wenn der Proband da seinen Knopf drückt und wann er ihn drückt. Alles, was so reinkommt in die Messung, wäre weg. Was würde dann passieren? Dann müssten wir ja sagen, dann ist alle Varianz, die da wäre, da oben, die ganze Gesamtvarianz, wäre dann eine Auswirkung unseres Treatments, zum Beispiel, ja, um im Bild eines echten Experimentes zu bleiben, aber was künstlich überhaupt kein Rauschen hätte. Ja. Dann wäre es also so, vielleicht würde meine Darmkrebsmanipulation ein bisschen was mit der Sorge machen und dann würde ich das auch sehen, aufgereiht, ohne irgendwelche Streuung drumherum. Ich wüsste schon dann, wenn ich keinen Messfehler hätte, wüsste ich vorher schon ganz genau, welchen Wert du auf der Y-Variable haben sollst, wenn ich weiß, aus welcher Gruppe du bist. Ist natürlich realitätsferner geht es nicht. Genau das wird natürlich nicht passieren. Sondern stattdessen werden wir natürlich all das individuelle, technische, biologische, situationsbedingte Rauschen mitmessen. Und ihr werdet also zum Beispiel, wenn ihr diese Studenten wärt, natürlich nicht alle genau, auch obwohl ihr in einer Gruppe wart, ihr wart alle in die gleiche, ihr 30 da wart, in die gleiche Bedingung randomisiert und trotzdem werdet ihr natürlich unterschiedliche Werte produzieren, oder? Und die zweite Überlegung, die ich auch brauche, die ihr kurz mitdenken müsst, was wäre, das ist eigentlich die realistischere oder leichter vorzustellende Variante, es gibt überhaupt keinen Effekt dieses Treatments. Ja, ich habe euch da in drei Gruppen einrandomisiert und habe da drei verschiedene Varianten für mein Experiment gepuzzelt, wie dieser Text genau heißt. Legt euch die vor. Und dieser Text macht, das ist ja irgendeine Information, das sind drei unterschiedliche Informationen, die machen überhaupt nichts mehr, eure Darmkrebssorge. Kein sehr unrealistisches Szenario. Vielleicht ist es nämlich sogar genau so in der wirklichen Welt, auf Populationsebene. Das hat keinen Einfluss, hat keinen Effekt. Ja, was wäre denn dann los? Dann würde ich natürlich trotzdem für alle Studierenden in so einem Raum unterschiedliche Levels, unterschiedliche Ausmaße, Levels sollte ich jetzt nicht sagen, das verwirrt euch, unterschiedliches Ausmaß an Sorge messen. Ich hätte also natürlich trotzdem Varianz. Aber das wäre alles, im Kuchenbild bleibend, Residualvarianz. Mein Faktor würde an dieser gemessenen Varianz überhaupt keinen Anteil haben. Der würde nichts davon erklären. Ich wäre so schlau wie vorher. Ich hätte Varianz und ich kann diese Varianz genauso gut aufklären wie ohne diesen Faktor. Vielleicht kurzer Einschub von der Sprache, die ich gerade verwende, kann euch das alles sehr, sehr gut daran erinnern, was wir bei R² oder so gemacht haben. Ja, dass wir gesagt haben, oder auch beim F-Test im Regressionsmodell, da haben wir doch auch immer gesagt, na gut, wenn wir keine Ahnung haben, dann haben wir einfach nur die Streuung in Y und die können wir letztlich durch den, das ist die Abweichung vom Mittelwert in Y. Und darum wird es nämlich jetzt gleich auch wieder gehen, dass die Frage ist, ist da noch eine zusätzliche Abweichung von diesem Mittelwert, der durch unseren Faktor erklärt wird. So werden wir das jetzt nämlich anpacken. Und das sehen wir auch hier schon.
Also der wichtigste Bezugspunkt in so einer Varianzanalyse ist das sogenannte Grand Mean. Das haben wir bisher auch schon gehabt, nur haben wir es meistens nicht so genannt. Manchmal nennt man das auch einfach the null, obwohl es nicht der Wert 0 ist, aber es ist sozusagen, es ist die Variante jetzt, die wir betrachten, wenn wir überhaupt keine Ahnung haben. Dann haben wir da viele Beobachtungen beobachtet, viele Beobachtungen y, i. Und ihr seht jetzt hier schon mal ein kleines j, also das wird jetzt so ein bisschen eine neue Schreibweise einfach in der ANOVA noch. Das ist also nicht wirklich andere Mathematik, es ist nur ein bisschen eine andere Schreibweise. Dass wir hier sagen, wir schreiben yij. Das heißt, das ist die ite Beobachtung aus der j-ten Gruppe. Denn was wir eigentlich haben, sind, ja, ich gehe nochmal zurück, blub, seht ihr das? Das sind alle Beobachtungen, die wir haben in y. Da wir aber ein faktorielles Design gerade betrachten oder irgendwie eine faktorielle Problemlage, verteilen diese Beobachtungen sich ja also nochmal, das wissen wir, auf zum Beispiel drei Ausprägungen eines Faktors oder man kann einfacher sagen drei Gruppen. Ja, dann sieht es also vielleicht so aus. Seht ihr aber auch, wie dieser Gesamtmean, dieser Grand Mean oder diese Null sich natürlich überhaupt nicht verschoben hat. Die, das hatte ich noch nicht gesagt, die schreiben wir gerne auch hier mit so einem y-Strich. Warum das ein Mittelwert und nochmal ein Mittelwert ist, sehen wir gleich noch klarer. Für jede dieser drei Gruppen können wir einen Mittelwert ausrechnen. Ich könnte auch sagen, einen bedingten Mittelwert quasi. Ja? Das ist dieser grüne Punkt hier, dieser dicke grüne. Und das deckt sich mit dem, was wir mit dem bloßen Auge sehen können. Diese Gruppe hier sitzt relativ zu diesem Gesamtmittelwert ja ein bisschen nach unten verrückt. Und entsprechend ist natürlich auch der Mittelwert dieser sechs Beobachtungen hier so ein bisschen nach unten verschoben. Die zweite Gruppe scheint vom Gesamtmittelwert so ein bisschen nach oben entrückt zu sein und hat auch natürlich dann diese vier Beobachtungen für sich betrachtet, haben einen Mittelwert, der ein bisschen nach oben verschoben ist und die Gruppe 3 wiederum bisschen nach unten. Ja. Zur Nomenklatur also nochmal, dieses J, was wir da haben, das beschreibt quasi die Levels unseres Faktors. Das geht dann von 1 bis 3 in diesem Fall, weil wir gerade drei Gruppen betrachten. Und jede einzelne Beobachtung lässt sich also charakterisieren als die ite Beobachtung in der j-ten Gruppe. Ja. Dieses i würde jetzt also hier in diesem Fall nur laufen von 1 bis n dieser Gruppe, also in dem Fall bis 6. Und hier würde es von 1 bis 4 laufen und hier sind es auch 6 oder sowas. Ja, aber das sind jetzt hier auch, ist wirklich nur ein rein schematisches. Hier geht es nicht mal um Zahlen, hier geht es wirklich nur, dass ihr die Idee kapiert. Was hier eigentlich also passiert, wenn wir diese Farben nochmal kurz betrachten. Was eigentlich passiert ist, dass wir sagen können, wir können einen beobachteten individuellen Wert uns wiederum additiv zusammengepuzzelt vorstellen aus irgend sowas ganz unspezifischem, so einem ganz unspezifischen Offset, also irgendwie irgendwas, das, was von null wahrscheinlich verschieden ist, wir könnten sagen, so eine Art Mittelwert. Aus der Regression kommen, könnten wir das auch als Intercept bezeichnen. So, und also dein individueller Wert setzt sich zusammen aus irgendwas Unspezifischem, aber viel interessanter, aus einem Effekt, kann man sagen, der Tatsache, dass du in dieser einen Gruppe bist. Ja? Also die Tatsache, dass du in der Gruppe 3 bist, hat eben einen Effekt auf deinen gemessenen Wert. Nämlich den Effekt, den halt in der Gruppe 3 zu sein hat. Wissen wir noch nicht, wie groß der ist, aber den wird es geben. Und der ist hier mal als Alpha bezeichnet. Dieses Alpha hat nichts mit dem Alpha aus den Signifikanztests von Neyman Pearson zu tun. Das ist einfach nur ein Buchstabe in Griechisch. Es gibt nicht so viele. Okay? Alpha J. Und dann, wenig überraschend, ein sehr individueller Fehler, den wir noch machen. Also das hat ja kein I. Das ist also allen gemein. Das ist allen Individuen und allen Gruppen gemein. Das hier hat kein I, aber ein J. Das ist allen gemein, die in einer Gruppe J, in einem Level J sind.
Und das hier hinten hat ein I, das ist individuell für dich, wenn du die IT-Person bist, ja? Genau, das habe ich hier gerade so schon mal beschrieben. Und hier gilt jetzt schon das Gleiche, was wir aus dem allgemeinen linearen Modell natürlich kennen. Wir nehmen an, erwarten, das ist eine Voraussetzung eigentlich, dass wir sagen, dieser Fehler da hinten, den wir machen, die sind erstmal unabhängig. Den Fehler, den ich bei dir mache mit so einem Modell, der muss unabhängig sein von dem Fehler, den ich bei deiner Nachbarin mache oder bei der nächsten Probandin, die irgendwie an der Studie teilnimmt. Und soll sich rund um 0 verteilen. Also im Mittel wollen wir keinen Fehler machen, aber für jeden Einzelnen werden wir irgendeinen Fehler machen, der von 0 verschieden ist. Ja? Aber im Mittel soll der Fehler 0 sein. Genau. Das bringt uns zu einer Schreibweise, die jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt ist auf den ersten Blick. Das heißt nämlich, ich habe das gerade, also es geht jetzt nochmal, was ist dieses Alpha J? Dieses Alpha J ist, wenn ihr zurückgeht, die Abweichung, die ein Mittelwert in der, oder ein Erwartungswert, könnten wir auch sagen, wir sprechen gerade noch nicht über Stichproben oder so, wir können das ganz abstrakt auf Populationsebene besprechen. Dieses Alpha J ist die Abweichung, die also ein Gruppenmittelwert vom Gesamtmittelwert hat. Das ist also sozusagen, wie stark ist ein Mittelwert in einer Gruppe abgerückt vom Mittelwert aller Gruppen, vom Gesamtmittelwert. Ja? Und diesen Effekt für die Gruppe J schätzen wir dann aber einfach, indem wir sagen, wir könnten also sagen, der ist unbekannt erstmal, wie groß dieser Effekt ist. Das ist ja das, was uns interessiert. Wie sehr, in meinen Worten, wird eine Gruppe ausgelenkt, wie stark weicht ihr Mittelwert vom Gesamtmittelwert ab, aufgrund der Tatsache, dass es eben diese Gruppe ist oder diese Faktorenausprägung, dieses Treatment. Das schätze ich einfach, indem ich sage, wie stark weicht das beobachtete Gruppenmittel in der J-Subgruppe oder im J-Level ab vom Gesamtmittel. Okay, das ist das, was wir hier eigentlich tun. Das ist hier nochmal gezeigt. Der geschätzte Wert, nennen wir mal Y-Hut sogar kurz, also wir modellieren ja jetzt Daten, ähnlich wie wir es in der Regression gemacht haben. Ich kann also sagen, dein Wert, den möchte ich jetzt quasi in so einem Spiel nicht einfach den nehmen, den ich beobachtet habe, sondern ich möchte schauen, was mein Modell für dich vorhersagen würde. Also, der Wert Y-Hut für die IT-Person in der J-ten, sagen wir mal in der ersten Gruppe, ja, setzt sich also zusammen aus dem Gruppenmittelwert, ja, genau, nee, setzt sich nicht, ja, plus ein Fehler eben, denn, also das wäre dann der Wert Y. Der Wert Y-Hut, der geschätzte Wert, das ist einfach der Gruppenmittelwert, genau, den nehme ich jetzt als beste Schätzung, ja, das ist schon mal besser, als nur den Gesamtmittelwert zu nehmen, wahrscheinlich. Also wenn dieses Treatment einen Effekt hat, dann müsste ich jetzt besser dran sein, wenn ich weiß, du kamst aus der und der Gruppe, aus dem und dem Faktorenlevel, und das nehme ich jetzt, dessen Mittelwert nehme ich jetzt als die Vorhersage für dich. Also bin ich jetzt schon einen Schritt weiter. Ich kann sagen, ich nehme die drei Mittelwerte in den drei Levels zum Beispiel als Vorhersage. Wenn du eben aus der ersten Gruppe kommst, dann setze ich für dich als Vorhersage diesen Mittelwert ein. Ja? Und damit kann ich was machen. Das erinnert uns an das, was wir in der Regressionsanalyse gemacht haben. Wir können auch hier natürlich jetzt für dieses Modell, das ist ein Mittelwertsmodell, was wir jetzt hier haben, wir modellieren die Daten als nicht mehr als diese türkisen Punkte, sondern jeder Punkt wird quasi mit dem Mittelwert in der Gruppe repräsentiert. Und dafür können wir natürlich Abweichungsquadrate ausrechnen. Und diese Abweichungsquadrate summiert und dann wiederum durch einen noch zu bestimmenden Freiheitsgrad geteilt. Das ist die Varianz, die sogenannte systematische Varianz. Erstmal Vorstufe dazu, die Abweichungsquadrate. Ich würde also sagen, wie weit ist, das ist da hier oben in der Formel, der vorhergesagte Wert für jeden Proband in der J-Gruppe, das ist immer genau dieser Mittelwert. Für alle 6 Probanden in dieser Gruppe würden wir diesen Mittelwert nehmen. Wie stark weicht der vom
Gesamtmittelwert ab. Das mache ich für hier, Entschuldigung, das ist die für alle NJ-Beobachtungen in dieser Gruppe. Das sind in dem Fall, waren es glaube ich 6 Punkte. Also würde ich da 6 Mal durchgehen und diesen Abstand quasi ausrechnen. Da fehlt ein Quadratzeichen hier, Freunde. Das fehlt. Ich habe jetzt gerade keinen Stift dabei, aber ich schreibe es mal hier hin. Genau, muss natürlich quadriert sein. Oder? Doch, ja, genau. Und jetzt gehe ich aber noch durch jede Gruppe durch, natürlich. Jetzt sage ich auch noch, okay, das habe ich jetzt für die eine Gruppe gemacht. Dann, das ist diese zweite Schleife hier, muss ich das aber auch in der Gruppe machen und auch in der. Das kann ich dann einfach auch so ausklammern. Ich kann sagen, wenn zum Beispiel das J gleich ist in jeder Gruppe, ist eigentlich egal, kann ich auch mit unterschiedlichen Js machen. Ich setze hier das N mal J ein und also wenn da zum Beispiel 6 Leute in der ersten Gruppe waren, dann gehe ich in die erste Gruppe rein. Das ist diese äußere Schleife, würde man als Programmierer sagen, dieses Summenzeichen, was von J gleich 1 bis K läuft, also für jede Gruppe. Geh da rein, mach diese Abweichung vom Mittelwert und nimm die so oft, wie Leute da eigentlich drin sind in der Gruppe. Dann gehst du da durch, so bekommst du eine Sum of Squares Treatment. Genau, das hatte ich gerade schon erklärt, dass sich diese zweite Klammer da auflöst. Dieser Ausdruck, also zusammengefasst, ist eine Art, wie ich das schreiben kann, den man auch noch ganz gut ansieht, was da passiert ist, den man Sum of Squares Treatment nennt. Im Deutschen manchmal auch als Quadratsumme zwischen bezeichnet. Warum zwischen? Weil wir hier ja jetzt gerade nur, oder auch SS between, das ist für uns jetzt ein bisschen ungewohnt, mit between und within hatten wir bei der Regression nichts zu tun. Hier jetzt im ANOVA-Kontext sind es aber relativ häufige Begriffe. Between heißt hier, ich interessiere mich gerade für die Unterschiede zwischen den drei Gruppen. Das mache ich hier eigentlich gerade, indem ich diesen Mittelwert und seine Abweichung vom Gesamtmittel so oft gewichte, wie viele Leute da drin sind, den gewichte ich so oft, wie viele Leute da drin waren und den gewichte ich so oft, wie viele Leute eben da drin waren. Das führt mir dazu, dass ich insgesamt jetzt hier in diesem Ausdruck SS Treatment ein Maß dafür bekomme, wie stark weichen denn diese drei Mittelwerte vom Gesamtmittel eigentlich ab. Wie stark sind die ausgelenkt? Und auch an der Stelle kann man sich schon mal überlegen, wie das aussieht, wenn ein Treatment überhaupt keinen Effekt hat. Ja? Was passiert denn, wenn ich ein Treatment durchführe mit euch und diese Darmkrebsmanipulation geht fast in die Richtung, wenn ich eine recht schwache, schlechte, einfach nicht wirksame Manipulation durchführe. Ja? Was würdest du dann erwarten, wie diese Mittelwerte aussehen? Na, du würdest erwarten, dass du so schlau bist wie vorher. Der Mittelwert in jeder Gruppe sollte eine leicht rauschige Schätzung des Gesamtmittelwerts sein. Die Auslenkung wäre absolut zu vernachlässigen. Wenn du die drei wieder zusammennimmst, bekommst du wieder den Gesamtmittelwert. Das bekommst du immer. Aber die Auslenkung weg von diesem Mittelwert, die wäre quasi nicht vorhanden. Das heißt, kein starkes Treatment, keine große SS-Treatment. Ja? Genau, daraus wird noch, wie gesagt, eine Varianz, indem ich durch die Freiheitsgrade teile. Freiheitsgrade wie immer so ein bisschen mal mehr, mal weniger intuitiv, warum so viele Freiheitsgrade. In dem Fall ist es aber, finde ich, ganz naheliegend, dass wir hier sagen, für diese Berechnung, die du da durchgeführt hast, was du jetzt hier eigentlich so machst, ist im Prinzip sowas wie ein Mittelwert von, oder eine Varianz von Mittelwerten. Du hattest diese drei Punkte, also diese K-Punkte nur, und hast aus denen so eine Art Abweichung ausgerechnet. Das heißt, die beziehen sich immer auf einen Referenzpunkt. Dieser Referenzpunkt ist dieses Gesamtmittel. Das Gesamtmittel ist aber durch diese drei festgelegt. Also wenn du zwei festlegst, ist auch klar, wo der dritte liegen muss, damit dieses Gesamtmittel rauskommt. Du hast also K minus 1, also immer Levels minus 1 Freiheitsgrade beim Bestimmen dieser SS-Treatment gehabt. Also, und damit also daraus ein mittleres Abweichungsquadrat wird,
für diese Mittelwerte der, in den Gruppen oder diese MS-Between, diese zwischen den Gruppen Unterschiede, rechnest du SS-Treatment geteilt durch Freiheitsgrade-Treatment. Das ist die MS-Treatment. So, das war der systematische Teil. Das war das, wenn wir sagen, ich modelliere deinen Wert einfach mit dem Mittelwert in der Gruppe. Ja, das ist sozusagen das, was diese Effektschreibweise der ANOVA nahelegt. Dein persönlicher Wert setzt sich durch irgendeinen Fehler zusammen, plus diese systematische Variation, dieses Alpha-J. Ja. Jetzt ist da aber noch was übrig. Das ist eben nicht dein Wert. Dein eigentlicher Wert setzt sich ja dadurch zusammen, durch Alpha-J, aber dann war ja noch dieses Epsilon da. Was ist dieses Epsilon? Das Epsilon ist also dann das, was durch den Gesamtoffset und dann die Verschiebung deines Mittelwerts von der Gruppe, aus der du kommst, noch nicht erklärt ist. Also die Abweichungen, die nennen wir jetzt auch gleich die Abweichungen within. Warum within? Nicht within subject, das wäre irreführend, aber within group. Die Abweichungen, die jeder türkisene Datenpunkt von seinem ozeangrünen Mittelwert hier hat. Ja? Und diese als unsystematisch zumindest angenommenen Abweichungen, die müssen wir jetzt auch irgendwie quantifizieren. Und wir benutzen das gleiche Mittel wie immer. To a man with a hammer, everything looks like a nail. Ich kann halt nur Abweichungsquadrate ausrechnen als Statistikerin und deshalb rechne ich Abweichungsquadrate aus. Nur muss halt die richtigen ausrechnen. In dem Fall rechne ich die Abweichung von jedem Punkt zu seinem Mittelwert, quadriere die und summiere dann wiederum über alle Gruppen. Ich habe es hier unten noch mal ein bisschen verkleinert hingemacht. Also, ich gehe jetzt in jeden einzelnen tatsächlich beobachteten Wert IJ rein, beachte den Laufindex und ziehe ihn ab von seinem Gruppenmittelwert. Ja, das ist also jetzt, das seht ihr, dass es jetzt komplementär ist. Vorher haben wir die Gruppenmittelwerte genommen und in Beziehung zum Gesamtmittelwert geguckt, wie stark weichen die Gruppenmittelwerte ab. Das war Treatment. Und jetzt gehen wir in die Gruppen rein. In jede Gruppe, das macht diese aus äußere Summenzeichen, nehmen jeden einzelnen Wert und gucken, wie weit weicht der vom Gruppenmittelwert ab. Und auch das summieren wir natürlich wieder auf. Ja? Genau. Und so ergibt sich dann, wenn ich das für alle Gruppen, also erstmal in jeder Gruppe für alle Personen und dann über alle Gruppen summiert habe, das ist quasi das, was hier so orange angedeutet ist da unten, ergibt sich eine Sum of Squares Error, die heißt genau wie in der Regressionsanalyse Sum of Squares Error. Wenn man es durchdenkt, ist es auch nicht wirklich was anderes hier. Auf die spezifische ANOVA-Nomenklatur gewendet, nennt man sie auch die Quadratsumme innerhalb oder wesentlich häufiger SS within, weil eben nicht within subject, damit haben wir gerade noch nichts zu tun, sondern within group. Ja. Dies Treatment ist der Unterschied zwischen den Gruppen, der da beziffert wird. Und jetzt, die Sum of Squared Error, ist der verbleibende Anteil an der Variation, der also dann logischerweise der Anteil in den Gruppen sein muss. Auch hier ist es so, dass es eine gewisse Freiheitsgrade Beschränkungen gibt beim Errechnen dieser Größe. Und hier ist es jetzt so, dass es also erstmal vom N abhängt. Also erstmal hätte ich eigentlich N Freiheitsgrade. Aber da ich das dann auch in K-Gruppen gemacht habe, verliere ich ein paar Freiheitsgrade. Es lässt sich verkürzen zu N-K sind die Freiheitsgrade für diesen Ausdruck. Ich bekomme also ein mittleres Abweichungsquadrat der individuellen Werte von ihren vom Modell vorhergesagten Werten. Und das ist die sogenannte dann MSE oder MS-Error oder auch MS-Within. Und jetzt seht ihr schon, wohin die Reise geht. Wohin ging sie jetzt langsam in der Regression? Da sind wir auf einen F-Test so langsam zugesteuert, weil wir gesagt hatten, auch dort systematische Varianz geteilt durch unsystematische Varianz müsste etwa F verteilt sein. Oder allgemeiner gesagt, Varianzen sind Chi-Quadrat verteilte Größen und Chi-Quadrat verteilte Größe durch andere Chi-Quadrat verteilte Größe sollte in eine F-verteilte Größe münden. Und so wird es auch hier kommen. Ich habe wiederum wirklich sehr, sehr nah, wenn um nicht zu sagen identisch,
an dieser Stelle gerade identisch mit der Regressionsanalyse einen F-Test, den ich formulieren kann. Ich kann sagen, unter der Null-Hypothese sollte es so sein, dass die MS-Treatment gleich wie die MSE ist, also das würde man erwarten, aber natürlich, weil es eine Zufallsgröße ist, wird sie sich irgendwie verteilen. Wie wird sie sich verteilen? Sie wird sich F verteilen mit einem Freiheitsgrad, den sie aus dem Treatment da oben ererbt, das war K-1, und einem Freiheitsgrad, den sie sich aus der MS-Error ererbt, quasi. Aber der F-Test brauchen wir vielleicht jetzt auch gerade gar nicht vertiefen, weil wir den vom Prinzip her auch schon kennen. Interessanter ist, uns nochmal kurz zu überlegen, welche Hypothese sich jetzt anbietet, mit der ANOVA zu testen und warum wir das so aufsetzen. Warum haben wir diese Größen ausgerechnet, diese SS-Treatment und MS-Treatment, also diese Auswirkung des Treatments, also unseres Faktors. Wir hatten, denken Sie gerne nochmal an diese Effektschreibweise zurück. Wir hatten gesagt, dein einzelner Wert setzt sich zusammen aus so einem Anteil, also diesen Intercept mal oder diesen Offset mal ignorieren kurz, setzt sich zusammen aus so einem Effekt meines Treatments, dieses Alpha J war das, weil du in dieser Gruppe bist, erwarte ich, dass du um so und so stark vom Gesamtmittelwert abweichst. Und darüber hinaus wird es aber noch ein Rauschen geben. Über dieses Rauschen kann ich ja schlecht hypothetisieren. Aber was ich hypothetisieren kann, ist natürlich zu sagen, dass diese Alpha Js also irgendwie von null verschieden sein müssen, damit dieses Treatment irgendeine Auswirkung hat. Also habt ihr ja vorher an so Daten schon mal als Beispiel gesehen. Irgendein Effekt des Treatments heißt, die gruppenspezifischen Mittelwerte weichen vom Gesamtmittelwert irgendwie ab. Wenn wir das jetzt wenden in eine Nullhypothese, können wir sagen, Nullhypothese hieße, es gibt keinen Effekt. Das hieße auf Populationsebene, Alpha J ist gleich 0 oder anders gesagt, das μ J, was dann für eine Gruppe rauskommt, ist genau gleich dem μ J in der anderen Gruppe und gleich dem μ J in der dritten Gruppe und so viele Gruppen, wie ich eben hatte. Kein Treatment-Effekt heißt, die Gruppenmittelwerte unterscheiden sich nicht, weil eben in einer bestimmten Ausprägung des Faktors zu sein überhaupt keine Auswirkung hat, keinen Effekt hat. Nullhypothese also, alle Mittelwerte, so viele es eben gibt, Gruppenmittelwerte, sind gleich. Die Populationsmittel, könnte man sagen, der Faktorenlevels sind gleich. Was sich wiederum verkürzt zu, es gibt eben nur, sie entstammen derselben Population. So lässt sich das auch dann natürlich zusammenfassen. Und jetzt bisschen spannend kurz, die Alternativhypothese, die wir testen, die ist auch unspezifisch entsprechend. Die lautet nämlich, für mindestens ein Paar von Levels. Hier ist es jetzt gerade einfach, weil wir nur drei Levels haben, gibt es nicht viele Paare. Könnten es entweder zwischen dem ersten und zweiten sein oder zwischen dem ersten und dritten oder zwischen dem zweiten und dritten. Für mindestens ein Paar dieser Levels unterscheidet sich der Populationsmittelwert. Also mal hier jetzt mit so zwei Laufindizes J und M kurz gemacht, um es mal formell aufzuschreiben. μJ ist ungleich μM für mindestens ein Levelpaar JM. Ja? Die Populationsmittel der Faktorenlevels sind also nicht gleich, weil es mindestens ein Paar gibt, wo sie sich unterscheiden. Daraus folgt aber auch etwas frustrierend für die Fragen, die wir mit der ANOVA eigentlich beantworten wollen. Die beantwortet sie uns nämlich gar nicht. Wir erfahren nicht umgehend, woher, zum Beispiel wenn wir drei oder vier Faktorenstufen haben, woher der Unterschied sozusagen kommt. Natürlich haben wir unsere Daten, die wir deskriptiv plotten können. Da deuten sich Muster an. Aber das ist nicht die Hypothese, die wir testen. Die Hypothese, die wir testen, ist, die Faktorenlevels sind gleich. Und das Komplement dazu ist eben, sie sind nicht gleich. Aber mehr auch nicht. Ja? So, wie wende ich so eine Varianzanalyse an? Ich muss schauen, dass meine Daten so organisiert sind, also für die klassische
Between Subjects ANOVA, die wir hier jetzt gerade betreiben. Eine One-Way ANOVA mit einem Faktor momentan nur und sie ist Between Subjects. Das heißt, alle Probanden sind unabhängig, alle Beobachtungen entstammen unterschiedlichen Probanden, so kann man es sagen. Alle Beobachtungen, die ich habe, stehen untereinander in Zeilen in meinen Daten hier. Ja? Und wir haben jetzt sozusagen zwei Spalten, die von Relevanz sind, zwei Variablen, die wir in unser Modell aufnehmen wollen. Das eine ist die Y-Variable oder auch, wie wir in der Regression sagen würden, Response-Variable oder abhängige Variable. In dem Fall war das zum Beispiel hier diese Besorgnis vor Darmkrebs, die ich hier versucht habe, mit dieser Skala zu erfassen. Und dann hier, was hier Version heißt, das ist der Faktor. Und der tritt jetzt in drei Ausprägungen auf. Und das ist jetzt schon mal nochmal ein ganz wichtiger Unterschied. Wir machen gerade eine Varianzanalyse. Wir benutzen eine qualitative Variable, einen Faktor, der hat Ausprägungen, die also nominal skaliert sind. Das sind Äpfel und Birnen, ja, und die stehen in keinerlei numerischem Verhältnis zueinander. Nichtsdestotrotz benutzen wir natürlich in einem Statistikprogramm Zahlen. Müssten wir aber nicht. Wir könnten hier in Jamovi oder in SPSS oder in anderen Programmen auch wirklich reinschreiben, die Version 0, das ist die mit den 17%, die könnte ich auch nennen, relatives Risiko, könnte ich die nennen. Die andere könnte ich nennen, absolutes Risikoprozent. Das könnte ich da auch reinzwingen, wenn ich meinem Statistikprogramm sage, dies ist eine nominal skalierte Variable, dann erlaubt er dir, die als Faktor zu benutzen, also in irgendwelchen Abfragen dann in irgendwelchen Interfaces in die Faktoren reinzusortieren zum Beispiel und erlaubt dir hier auch was anderes als Zahlen reinzuschreiben, üblicherweise. Aber du kannst natürlich auch Zahlen nehmen, denn Zahlen können natürlich auch nominal skaliert sein. Ich kann auch einfach, solange ich weiß, was ich tue, die Labels 0, 1 und 2 verwenden. Das tue ich hier in diesem Fall auch. So, und dann endet das Ganze also in einer ANOVA-Tabelle, die wir so auch schon aus der Regressionsanalyse kennen. Hier nochmal ganz verkürzt dargestellt. Varianzquellen in die Zeilen, Summe der Abweichungsquadrate, Freiheitsgrade, mittleres Abweichungsquadrat. Aus den beiden ergibt sich ein F-Wert. Aus dem F-Wert zusammen mit den Freiheitsgraden kann ich einen P-Wert bekommen. Unter Geltung der Nullhypothese ist es und alle anderen Annahmen ist es so und so wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, eine derart große F-Statistik oder noch eine größere zu beobachten. Und hier unten haben wir für dieses Beispiel mit der Darmkrebsbesorgnis auch tatsächlich gleich mal so eine Tabelle. Between Groups, so nennt SPSS das, ist also das Treatment. Das ist quasi die Sum of Squares oder und die Mean Squares, die sich ergibt, wenn ich die Abweichung meiner Mittelwerte in den drei Gruppen betrachte. Also den Unterschied, der aus den Gruppenunterschieden Between Groups resultiert. Wenn ihr da mal drauf guckt, 2,7. Ist es viel, ist es wenig? Man kann es schon mal für sich selber ein bisschen beantworten, indem der Blick nach unten schweift auf die Total Sum of Squares. Was ist die Total Sum of Squares? Das könnt ihr als regressionserprobte Kolleginnen und Kollegen natürlich beantworten. Dies ist einfach die Varianz die Sum of Squares, also die Hauptzutat der Varianz in meinem Y-Merkmal, in meiner Besorgnis. Ja. So, die ist ziemlich groß, nämlich 61,4 und das, was ich da mit meinen Gruppenmittelwerten quasi schon mal modellieren konnte, ist dagegen ziemlich mickrig. Ja. Und dann habe ich noch eine Within-Group-Varianz oder Sum of Squares erstmal. Das war also die Abweichung von jedem einzelnen Besorgnispunkt relativ zu seinem Gruppenmittel. Also die ganzen, die in der Besorgnisgruppe 0 waren oder 17% oder wie die hieß, in dieser Besorgnisgruppe, wie stark weichen die vom Mittelwert in dieser Gruppe ab? Und wie ist das in der anderen Gruppe und in der dritten? Und das alles aufsummiert, das war die SS Error oder SS Within Groups. So, da hat man natürlich auch viel mehr Freiheitsgrade. Dann muss man also das durch 30 teilen. Das da oben wird nur durch 2 geteilt, weil es ja nur 3 Levels waren. K-1, 2. Ja, da resultiert trotzdem eine Situation, wo die MS Error
immer noch größer ist als die Mean Square. Und wenn ich das dann durcheinander teile, resultiert also ein F-Wert, der kleiner ist als 1. Das hatten wir im linearen Modell allgemein schon gesagt, wenn ein F-Test, oder ein F-Bruch, wie man früher auch schön gesagt hat, wenn der F-Bruch kleiner als 1 ausfällt, dann ist es nichts, was unser Interesse irgendwie wecken kann. Ja? Wo wir sagen, oh, da steckt was drin. Wahrscheinlich nicht. Natürlich ist dies nur eine Stichprobe, aber es ist keine Stichprobe, die uns irgendwie Mut machen sollte. Die Nullhypothese, die also besagte, es gibt keinen Unterschied zwischen diesen Gruppen, ob du da dein Treatment A oder B oder C zündest, wird keinen Effekt haben. Das ist die Nullhypothese. Wir können natürlich mit dem Signifikanztest nie eine Nullhypothese stützen. Aber wir können sie offensichtlich auch nicht verwerfen. Ja? Der P-Wert, den wir dafür bekommen, das heißt hier SIG in SPSS, das ist ja auch eine Krankheit, dass das SIG heißt. Dieser P-Wert ist so unergiebig, wie man als P-Wert nur sein kann, nämlich quasi 50%. Ja? Befund hier also, die Nullhypothese wird erstmal beibehalten. Wir haben die nicht gestützt oder so, aber wir behalten sie einfach bei. Wir gehen weiter davon aus, dass eigentlich μ1, μ2, μ3, also die μs in den Gruppen, eigentlich einfach demselben μ entsprechen. Und man könnte das auch auf diese Effektschreibweise umwenden. Das bedeutet, dieses Alpha J, dieses Gewicht an deiner Sorge, was zu deiner Sorge beigetragen hat, auf diesen Effekt zurückzuführen, ist verschwindend gering. Ja, eigentlich ist deine Sorge sehr gut durch diesen E-Term eben erklärt. Also wir wissen eigentlich nicht, wo deine Sorge herkommt. Das ist halt unsystematische Variation. Ja. Und die Schlussfolgerung ist entsprechend keine Evidenz für die Wirksamkeit meines Treatment-Faktors. Den Slide möchte ich hier jetzt gar nicht groß kommentieren, den lasse ich einfach mal zum Selbststudium hier drin, weil wir Beziehungen zwischen F-Werten und T-Werten schon besprochen hatten, lasse ich den jetzt unkommentiert hier drin. Diese ANOVA-Lecture funktioniert eben auch nur in Bezug, immer in Voraussetzung, dass aus dem linearen Modell, dass dort im Regressionsbereich die Vorlesungen schon bearbeitet worden sind. Wenn Sie das nicht getan haben, kommen Sie auf sowas hier nochmal zurück, nachdem Sie sich das dort, ein ganz analoges Beispiel dort nochmal angeschaut haben. Genau, es wird hier nochmal ein paar Zahlen durchgegangen. Auch schon mal ein Eta Squared. Das wissen wir noch gar nicht, was das denn ist. Sehen Sie das? Da wird zu dem F-Wert noch ein Eta Squared berichtet. Das kennen wir wirklich noch nicht. Und das ist auch das, was wir jetzt uns noch anschauen wollen. Also nur noch mal kurz zum Hinschauen. Da gab es ein Eta Squared. Das ist ein griechischer Buchstabe Eta. Sieht aus wie so ein langgezogenes N. Und so wie bei dem T-Test hier so eine Effektstärke berichtet wird, die wir kennen. Ein Cohen's D. Das war ja so eine Art, man könnte sagen, standardisierter Gruppenunterschied. Das kann ich für einen T-Wert machen. Aber es ist bei der ANOVA, da habe ich ja drei Gruppen. Was wäre denn, und darauf steuert die Frage hier so ein bisschen zu, was ist denn eine gute Effektstärke bei einer ANOVA? Also wir haben jetzt eigentlich nur Abweichungsquadrate ausgerechnet und das in den F-Wert überführt. Das ist die klassische Art, eine Varianzanalyse durchzuführen. Die endet in diesem F-Wert und dann in einer Signifikanzbeurteilung unter bestimmten Signifikanzniveaus. Wir haben es jetzt einfach über den P-Wert gemacht und hatten einen P-Wert bekommen, der völlig unergiebig war, der auf jedem vertretbaren Signifikanzniveau nicht zum Verwerfen der Nullhypothese geführt hätte. Aber wir wissen, Signifikanztests haben auch Probleme oder sind zumindest einfach nur eine Art, die Welt zu betrachten. Es wäre schon auch hier schön, und die APA zum Beispiel fordert das natürlich auch, dass man auch bei ANOVAs zusätzliche Informationen liefert. Und eine wichtige Frage ist, wie groß war der Effekt? Und das hatte ich bei der Regressionsanalyse schon betont, F-Werte, die mit diesen zwei Freiheitsgraden daherkommen, sind, also für F-Werte haben eigentlich die meisten Leute nur genau ein Gespür, nämlich wenn es rund um 1 ist, ist es langweilig. Aber wie groß ist groß genug, dass es mich interessieren sollte, das sieht man dem F-Wert so per se nicht an. Man müsste also irgendwie versuchen, wieder auch hier zurückzugehen auf eine Effektstärke, die möglichst unabhängig ist von der genauen Anzahl Probanden und vielleicht auch von der Anzahl Bedingungen, die man hier verwendet hat.
Wie könnte das gehen? Das ist nur noch mal ein genereller Kommentar zu Effektstärken. Den kann ich hier in der Vorlesung jetzt ein bisschen überspringen. Aber wie könnte das gehen? Also bei Cohen's D, das war die Effektstärke, die wir beim T-Test kennengelernt hatten. Da hatten wir gesagt, beim Cohen's D war die Idee, ich habe auch zwei Mittelwerte, unterscheiden sich in einer bestimmten Art. Und das setze ich ins Verhältnis zur Standardabweichung, also zur Variation, die da ist. Entweder in einer der Gruppen oder meistens sogar in der gepoolten. Also wie viel Variation ist so in den Daten drin? Und wie groß ist gemessen an dieser ganzen Variation der Mittelwertsunterschied? Und das Gleiche haben wir doch jetzt hier eigentlich gerade heute schon die ganze Zeit durchgespielt. Wir haben doch auch geguckt, wie stark weichen Mittelwerte, in dem Fall waren es jetzt halt 3 oder es hätten auch 4 oder 5 sein können, wie stark weichen Mittelwerte vom Gesamtmittelwert ab. Anders gesagt, wie stark unterscheiden sich diese Mittelwerte voneinander? Und das haben wir ja hier mit dem Kuchenbild eh schon auch ins Verhältnis gesetzt zur Gesamtstreuung, die da war. Also konzeptuell ist, wenn man es so unmathematisch jetzt mal ausdrückt, eigentlich eine enge Beziehung da zwischen einer Effektstärke für zwei Gruppen, Cohen's D, eine Effektstärke, wie wir es in der Regressionsanalyse angeguckt haben. Das führe ich jetzt mal hier noch kurz dazwischen, als Grundidee dazwischen ein. Da haben wir nämlich mit R² sowas gemacht. Und jetzt hier in der ANOVA. Aufgeklärte systematische Varianz. Das kleine Kuchenstück hier im Bild. Standardisieren an der gesamten Varianz. Und wenn wir jetzt, und Varianz ist eben was, haben wir gesagt, Varianz, das ist das mittlere Abweichungsquadrat, das hängt sehr stark am N oder auch an der Anzahl Gruppen. Wenn wir das loswerden wollen, dann müssten wir hier jetzt statt Varianz quasi, könnten wir mal kurz Variation schreiben, dieses etwas unverfänglichere Wort. Seien Sie, ich habe meinen Stift nicht da, das ist die Handschrift noch schlimmer. Variation, Variation. Und dann müssten wir doch sagen, das hatten wir doch. Da könnten wir doch einfach, und das werden wir jetzt gleich tun, Eta Squared ausrechnen. Also das kennen wir noch nicht, Eta Squared, aber wenn Sie die Formel gleich sehen, sehen Sie, dass Sie alles kennen, was in dem Eta Squared drinsteckt. Nämlich, wir nehmen die Sum of Squares des Treatments einfach. Wir nehmen die summierten Abweichungsquadrate, bevor wir sie auf die auf die Anzahl der Gruppen oder auch auf das Gesamtstichprobengröße, auf das N normieren. Wir nehmen einfach die Sum of Squares Treatment und setzen die ins Verhältnis zur Sum of Squares Total. Und das kennen Sie natürlich aus der Regressionsanalyse. Da heißt das Ganze R², ist aber genau das Gleiche. In der Varianzanalyse, andere Tradition, anders hergeleitet. Fischer heißt es Eta-Quadrat. Und man kann es nochmal ausschreiben, das ist wichtig, das werden wir nächste oder übernächste Woche noch brauchen. Man kann hier, und das habe ich hier gemacht, ich habe es jetzt gerade so dargestellt, wie viel Variation ist im Treatment drin gewesen, also wie stark weichen die Mittelwerte meiner Gruppen vom Gesamtmittelwert ab, im Verhältnis zum, wie viel Abweichung habe ich insgesamt. Aber diese Runterbrechung ist schon auch ganz schön, wenn man es ausschreibt, dann also ausbuchstabiert, dann sieht man nämlich, was ich eigentlich mache, ist, ich nehme die SS-Treatment und teile sie durch das SS-Treatment plus den Fehler. Ja? Diese Schreibweise ist ganz typisch fürs Eta Squared. Und wenn wir in ein, zwei Wochen das Partial Eta Squared angucken, das schauen wir uns dann gerne an als eine Erweiterung dieses, dann ändert sich eigentlich nur hier unten ein bisschen was. Aber diese Schreibweise hier bleibt eigentlich bestehen. Zum Selbstprüfen vielleicht lasse ich das auch in der Luft hängen hier, auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Warum habe ich jetzt da einen Hut drauf gemacht? Das ist ein bisschen, das muss man nicht machen. Das sieht man auch nicht so oft, aber man kann sich schon überlegen, warum eigentlich dieses Eta Squared hier einen Hut auf hat. Können Sie mich gerne darauf ansprechen, weil ich vergesse es bestimmt, aber sprechen Sie mich gerne in der Live-Sitzung dann mal drauf an. Also, wir sehen jetzt, wir fangen an zu sehen, langsam werden es ja mehr und mehr Effektstärken. Wir kennen aus dem ersten Semester Cohen's D, wir hatten gesagt, eine Korrelation ist eine Effektstärke. Eine quadrierte Korrelation ist eine Effektstärke.
R². Und in der Regression haben wir gelernt, wie R², man könnte es natürlich einfach aus Pearsons R ausrechnen, indem wir es quadrieren. Wir haben aber in der Regression verstanden, dass R² selber die fundamentale Bedeutung hat, aufgeklärte Variation durch mein Modell, ganz allgemein gesprochen, das gilt auch hier, geteilt durch die gesamte Variation, die da ist. Und jetzt lernen wir hier nochmal was kennen, was sich Eta Squared nennt. Das ist hier da in der Zeile hier versteckt. Das hier für die multiple Regression beziehungsweise auch für die ANOVA steht hier zweimal in der Tabelle sogar drin mit hier leicht unterschiedlichen Werten. Das würde ich jetzt mal ignorieren. Wir sind jetzt also hier Eta Squared für die ANOVA. Das, was da hinten steht in dieser Tabelle, das würde ich eh nicht so ernst nehmen. Ich halte wirklich nichts von diesen Daumenregeln. Da kann ich Ihnen leider auch nicht wirklich helfen. Sie müssen selber im Laufe Ihres Berufslebens, Ihres Studienlebens ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, was für Effektstärken Ihnen unterkommen und ob das bedeutsam ist oder nicht, muss man sagen. Das hängt so stark von den Forschungsfragen und von den Problemen ab, die man betrachtet. Aber wir haben ein Maß, in dem ich vor allem relativ dann auch zwei verschiedene Modelle vergleichen kann hinsichtlich ihrer Effektstärken. Genau, das war's für heute. Relativ langes Video geworden. Eine sehr grundlegende Einführung in die Logik der Varianzanalyse mit enger Rückbeziehung ständig schon auf das allgemeine lineare Modell, wo es nämlich herkam. Was wir heute aber neu gelernt haben, ist also ganz ohne über Regression oder über Dummy-Variablen oder so zu sprechen, sondern hergeleitet von den Gruppenmittelwerten, wenn ich einen Faktor mit Gruppen mit Ausprägungen habe, hergeleitet über diese Abweichungen der Mittelwerte vom Gesamtmittelwert. Und das haben wir konzeptualisiert heute als Effekt sozusagen. Wir haben gesagt, diese Abweichung, das ist der eigentliche Effekt, den mein Treatment, mein Faktor hat. Und zwar nochmal zur Abrundung, völlig egal, ob es ein Klassifikations- oder ein echter Treatment-Faktor ist. Der Begriff des Treatments kommt eben, es ist diese Original-ANOVA-Nomenklatur, die passt gut zu klinischen Versuchen, die passt gut zu randomisierten Experimenten. Aber wie ich heute hier das Wort Treatment die meiste Zeit verwendet habe, ist einfach der Effekt meines Faktors. Ob der Faktor wirklich ein Treatment- oder Klassifikationsfaktor ist, hat heute für das, was wir heute hier besprochen haben, keine Rolle gespielt. Also wir haben heute konzeptualisiert mit diesem Alpha J, ich sage dir, Individuum, auf den Kopf zu mit meinem Modell einfach deinen Gruppenmittelwert. Ich sage, das Beste, was ich habe, ist der Gruppenmittelwert der Gruppe, der du entstammst und damit modelliere ich deine Daten. Und entweder damit bin ich gut, dann ist die systematische Varianz offensichtlich sehr hoch und die Fehlervarianz drumherum klein, oder ich bin damit sehr, sehr schlecht. Das heißt, alles, was ich beobachtet habe, ist eigentlich unsystematische Varianz, Residualvarianz und mein Treatment, diese kleinen Mittelwertsunterschiede, die haben gar keinen großen, Einfluss auf das, was ich in Y gemessen habe. Und hier nur ein kleiner Ausblick, was uns in den nächsten Videos noch erwartet. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.